Okay, ich halte einen Vortrag über das statistische Trolley-Problem. Das ist quasi einfach, jetzt bin ich zu weit gegangen, weil ich vergessen habe, auf die Slides zu gucken. Das ist quasi das ganz normale Trolley-Problem am Anfang erstmal. Und zwar haben wir einen Trolley, der fährt auf fünf Menschen zu. Wenn wir einfach gar nichts tun und wenn wir uns entscheiden, einen Hebel zu bewegen, tötet er nur einen Menschen. Und jetzt können wir uns ein bisschen überlegen, was wir ethisch vertretbar finden und was wir ethisch nicht vertretbar finden und da ganz lange drüber diskutieren und sagen, hey, das ist ja etwas total Wichtiges, das müssen wir unbedingt klären, wenn wir autonomes fahren können, weil wir wollen ja, dass die Aufgaben von Autos, die autonom fahren, sind, dass Menschenleben geschützt wird. Das heißt, unser Auto muss sich da ja voll korrekt entscheiden. Und wenn wir da ganz lange drüber diskutieren, fällt uns irgendwann auf, unser Auto fährt gar nicht auf Schienen und unser Auto hat viel mehr Optionen als dieses, ich fahre über fünf Menschen und ich fahre über einen Menschen. Und wir verwerfen das Trolley-Problem wieder, weil wir eigentlich gar nicht drüber reden wollen und es ist viel zu kompliziert, es uns den Kopf ein bisschen kaputt macht. Dann haben wir aber das Problem, dass unser Auto auch einfach nur am Anfang ganz normal quasi ohne diesen LKW hier neben einem Radfahrer fährt. Und das macht er mit ganz, ganz viel Abstand zum Radfahrer, um den Radfahrer nicht zu gefährden. Und dann zieht neben uns in die Spur ein LKW und jetzt müssen wir uns entscheiden, fahren wir ein bisschen von dem LKW weg und haben dadurch weniger Abstand zum Radfahrer oder behalten wir unseren Abstand zum Radfahrer und sind dafür dichter am LKW. Und das ist immer noch total egal, solange wir das genau einmal machen und es ist vielleicht auch beim 100. Mal noch egal und es wird nichts passieren. Aber wenn wir häufig genug unser autonomes Auto genau diese Entscheidung treffen lassen, wird es irgendwann zu einem Unfall kommen. Das ist einfach so. Das Problem, was wir nun haben, ist, dass wir genau das Trolley-Problem wieder haben. Auf der einen Möglichkeit tun wir gar nichts, aber es könnte sein, dass alle fünf bis zu fünf Insassen in unserem normalen Auto sterben. Auf der anderen Seite bewegen wir uns und es stirbt in Anführungszeichen nur die radfahrende Person. Aber es stirbt halt immer noch jemand. Und diesmal haben halt nicht Menschen darüber entschieden, sondern ein Auto. Aktuell ist es so, dass 39% der FußgängerInnen und 81% der im Auto sitzenden Personen glimpflich aus einem Unfall herauskommen. Das heißt, genau umgekehrt ist die Sterberate dazu. Ich wollte nur die schöneren Zahlen hinschreiben. Dann müssen wir uns aber überlegen, ob wir wollen und wie wir wollen, dass sich das mit autonomen Autos verändert. Wir wollen ja nun mal, dass sie sicherer fahren, aber ist sicherer für uns, dass es weniger Passanten gibt, denen etwas passiert, oder dass es weniger Leuten im Auto gibt, die etwas passiert? Da kann man jetzt zum Beispiel sagen, wir kriegen es generell hin, dass wir 80% weniger Unfälle haben, weil unser autonomes Auto nur zugelassen wird, wenn es weniger Fehler macht als ein menschlicher Fahrer. Und wir haben zwei verschiedene Unternehmen. Bei dem einen Unternehmen sind am Ende nur 20% der sich im Auto befindenden Leute verletzt, was wiederum heißt, dass 80% der Passanten Verletzungen davontragen. Beim anderen Unternehmen sind 20% der Fußgänger verletzt, was wiederum natürlich heißt, dass die meisten Leute, die im Auto sitzen, Verletzungen davontragen. Denn ohne Verletzungen kommen wir aus diesem Problem leider nicht immer raus. Auch da haben wir wieder die Statistik, wenn wir es einfach nur häufig genug wiederholen. Das Problem am Ganzen ist, dass die FußgängerInnen, die das Unternehmen B deutlich besser finden würden, da sie weniger verletzt sind, ja gar nicht für die Autos zahlen. Das machen nun mal die Leute, die da drin sitzen. Das heißt, wir würden wahrscheinlich nur noch Unternehmen haben, bei denen es darauf hinausläuft, dass das Auto sich immer dafür entscheiden würde, die Leute, also die Insassen zu schützen. Dann gäbe es aber von außerhalb ganz viel Druck auf die Unternehmen, dass die Autos überhaupt nicht mehr hergestellt werden dürfen und wir hätten ein riesiges Entwicklungsproblem. Das heißt, dass das Trolley-Dilemma an sich zwar total unrealistisch ist und wir dieses Trolley-Dilemma überhaupt nicht drüber diskutieren wollen, weil es unseren Kopf kaputt macht und wir es doch eigentlich gar nicht für die Informatik brauchen. Aber wenn man lange genug darüber nachdenkt, fällt einem auf, dass trotzdem immer noch ethische Entscheidungen getroffen werden müssen. Und nur weil so ein Ding im ersten Moment unrealistisch ist, es vielleicht nicht heißt, dass es nicht passieren wird. Ich danke ganz, ganz doll fürs Zuhören.